Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe ja lange überlegt, wie denn CDU und FDP heute auf diese Unterrichtung reagieren werden. Und lieber André Cooper, Sie haben mich nicht enttäuscht. Sie haben, anstatt sich über die Gelder aus dem Bund zu freuen, rumgemäkelt, das Land schlecht geredet, der Regierung Vorwürfe gemacht und sind eigentlich auf den Sachverhalt nicht sachgerecht eingegangen. Und Herr Kollege Abuschat, das möchte ich Ihnen schon sagen, Sie haben eben ausgeführt, dass die Kommunen nicht nach dem Soli die Gelder erhalten sollen, weil sie nicht auch noch diejenigen dafür belohnt werden sollen, die schlecht gewirtschaftet haben. Herr Kollege, das finde ich schon ein Stück infam, was Sie da gemacht haben. Solange CDU und FDP Nordrhein-Westfalen regiert haben, waren die Kommunen offensichtlich selbst schuld an ihrer Misere. Und seitdem SPD und Grüne in Nordrhein-Westfalen regieren, kann kein Cent zu wenig in die kommunalen Kassen fließen. Herr Kollege, das finde ich schon dreist, was Sie hier vorgelegt haben. Und ich will Ihnen ganz klar sagen, eigentlich wollte ich gar nicht nach hinten gucken, sondern nach vorne. Wir haben 2010 allerdings einen Paradigmenwechsel in diesem Land gehabt. Wir sind nicht mehr von der Schuldfrage ausgegangen, sondern wir haben uns den Problemen der Gemeinden angenommen. Wir haben einen Stärkungspakt aufgelegt, der immerhin 6 Milliarden € zu den Kommunen nach Nordrhein-Westfalen spült und der dafür sorgt, dass insbesondere die notleidenden Kommunen wieder Investitionstätigkeiten ausüben können. Aber was jetzt das Paket der Bundesregierung anbetrifft, ist es so, dass die Große Koalition 5 Milliarden € Entlastung pro Jahr versprochen hat. Da komme ich dann wieder auf den Kollegen Abuschat zurück. Ja, von dem Zitat ist nichts zurückzunehmen, aber die Koalition hat sich da hier auch ganz klar positioniert. Im Entschließungsantrag fordern SPD und Grüne in Nordrhein-Westfalen, dass die 5 Milliarden € Entlastung nach Nordrhein-Westfalen kommen sollen. Und dass das auch möglich ist, zeigt ein Blick in den Bundeshaushalt. Die Mütterrente ist angesprochen worden, die Rente mit 63 ist angesprochen worden. Alleine das kostet 10 Milliarden € im Jahr 2015. Und jetzt könnte ich noch Bundeswehr, ÖPNV-Ausbau und andere Punkte ansprechen. Und da muss ich schon sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, als Haushälter blutet mir ein wenig das Herz, dass einerseits das Geld in diese Projekte gepackt wird und die 5 Milliarden € Entlastung in Nordrhein-Westfalen, eben die 5 Milliarden € Entlastung bei den Kommunen nicht ankommen. Jetzt möchte ich zur Verteilungsquote, liebe Kolleginnen und Kollegen, kommen. Sie haben bemängelt, dass einerseits 1,2 Milliarden Euro nach Nordrhein-Westfalen kommen, weil das nach Einwohnerzahl, nach Kassenkrediten und nach Arbeitslosenzahlen verteilt wird. Ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, kann Ihnen nur sagen, was der Kollege Körfges gesagt hat, stimmt. Das ist Solidarität und das ist zielgerichtetes Finanzieren nach Bedürftigkeit und eben nicht nach Himmelsrichtung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn jetzt ausgerechnet diejenigen Länder, die Überschüsse in ihren Haushalten haben, die nach Himmelsrichtung gefördert worden sind, darüber herziehen, dass Nordrhein-Westfalen, weil sie bedürftige Städte haben, weil wir die höchsten Kassenkredite haben, 1,2 Milliarden Euro haben, dann finde ich das auch nicht in Ordnung. Und deswegen müssen wir im Bundesrat dafür sorgen, dass dieses Gesetzgebungsverfahren zügig, schnell und sachgerecht durch den Bundesrat durchgeht. Und was Nordrhein-Westfalen anbetrifft, ja, wir werden nach Bedürftigkeit verteilen. Und da scheint mir das Gemeindefinanzierungsgesetz einen sehr brauchbaren Schlüssel zu wenden. Wir haben ein seit Jahren erprobtes Instrument, was die Finanzkraft der Gemeinden und auch den Bedarf der Gemeinden abbildet. Insofern macht es doch Sinn, und in diese Richtung denken wir zumindest, die Mittel nach der Logik des Gemeindefinanzierungsgesetzes und eben nicht nach dem Stärkungspakt zu verteilen. Denn es macht keinen Sinn, Herr Kollege Abuschat, das Geld an alle Gemeinden in Nordrhein-Westfalen zu verteilen, sondern an die bedürftigen und notleidenden Kommunen. Und das werden wir genauso auch machen. Herr Kollege Laschet und Herr Kollege Cooper, ich empfehle Ihnen, ab heute Ihre Überlandfahrten über die Gemeinden abzusagen. Denn mit Unterstützung des Kollegen Kampeters wissen wir seit heute, dass auch die Bundesregierung der Auffassung ist, dass Bedürftigkeit sehr wohl was mit Arbeitslosenzahlen und eben auch mit Kassenkrediten zu tun hat. Deswegen ist Ihr Argument schlicht falsch seit dem heutigen Tage. Aber etwas anderes war ja ganz spannend.
Der Kollege Laschet hat ja eine ganz besondere Methode, mit der Politik der Landesregierung umzugehen. Auf der einen Seite redet er das Land Nordrhein-Westfalen schlecht und auf der anderen Seite guckt er nach Bayern und lobt Hole in Horse nach allen Möglichkeiten. Die Bild-Zeitung, Kretschmann habe ich nicht so oft gelesen, ich habe jetzt in letzter Zeit nur gelesen, was wir über Herrn Seehofer aus Bayern gesagt haben. Die Bild-Zeitung schreibt beispielsweise über Herrn Laschet, Laschet Leder wieder, Bild-Zeitung Düsseldorf. Und darunter der O-Ton Laschet, man hört von morgens bis abends den bayerischen Ministerpräsidenten. Aber das Industrie- und Energieland hat weder Stimme noch Gesicht in der Bundeshauptstadt. Ja, hören Sie mal zu. Und in der Westdeutschen Zeitung sogar das Laschet-Zitat, Frau Kraft findet in Berlin gar nicht statt. So geht das bei Ihnen. Tag ein, Tag aus, Woche für Woche, Laschet ledert wieder, NRW ist schlecht. Und Seehofer? Seehofer ist super, Herr Laschet. Das ist Politik, wir hatten das vorhin ja schon mit den... Das ist Politik aus der Gebetsmühle. Eine Opposition der Einfallslosigkeit, kein spannender politischer Entwurf. Aber... Wir haben auch weitergelesen in der Zeitung. Und als, weil Crazy Horse nämlich am gleichen Tag für Herrn Laschet stattfand, da fand man sehr positive Nachrichten für Nordrhein-Westfalen in Sachen kommunalen Finanzfonds, den wir heute nämlich diskutieren und den Plan der Bundesregierung Nordrhein-Westfalen mit 1,2 Milliarden Euro zusätzlich zu entlassen. Am 7. März, dem Tag, von dem Sie offensichtlich nichts mitbekommen haben, fand man im Kölner Stadtanzeiger die Überschrift NRW-Städte profitieren. Und der Tagesspiegel führt für den gleichen Tag aus, gute Nachrichten für die NRW-Kommunen, das ist auf die Haltung der rot-grünen Koalition in Düsseldorf zurückzuführen und auf das Engagement der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die in Berlin zugegen sind. Ja, genau, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist der Zusammenhang. Diese Landesregierung kämpft gemeinsam mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in Nordrhein-Westfalen für die Interessen Nordrhein-Westfalen in Berlin und die CDU bleibt zu Hause. In der Pressemitteilung der CDU-Fraktion vom 10. März lesen wir Interessantes. Dazu führt der Laschet aus, dass mit dem Investitionsfonds etwas Wichtiges für Nordrhein-Westfalen passiert ist. Als die Messe schon gelesen war, Herr Kollege Laschet, da wachen Sie auf, loben sich selbst und die Bundesregierung für Sachen, die Sie am 7. März noch gar nicht festgestellt hatten. Dank der CDU-geführten Bundesregierung, steht es dort, erhalten die finanzschwachen Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen Unterstützung. Dafür haben wir gemeinsam mit den Kollegen der Landesgruppe im Deutschen Bundestag gekämpft. Herr Kupp hat das anscheinend nicht mitbekommen. Nein, Herr Kollege Laschet, was Sie als Siegerpose verkaufen, ist doch eher eine Siegerposse. Jemand, der Ministerpräsident dieses Landes werden möchte, der sollte nicht aus der Zeitung erfahren, wofür sich diese Landesregierung einsetzt. Und er sollte aufhören, einem Horst Seehofer hinterherzulaufen aus einem verfilzten Intrigantenstadel der CDU. Das sind keine Vorbilder für Nordrhein-Westfalen. Diese Landesregierung kämpft für die Interessen der Kommunen in Berlin und nicht der Kollege Laschet, der, glaube ich, bitte? Ja, diese Landesregierung setzt sich für eine faire Verteilung der Mittel ein und diese Landesregierung hat dafür gesorgt, dass 1,2 Milliarden Euro Entlastung nach Nordrhein-Westfalen kommt. Und die Koalitionsfraktion hat in ihrem Antrag deutlich gemacht, dass wir die 5 Milliarden Euro Entlastung haben wollen. Immerhin fehlen noch 12 Milliarden Euro von den Versprechen aus Berlin. Und da, Herr Laschet, sind Sie wieder im Spiel. Klingeln Sie bei Herrn Kampeter und bei Herrn Schäuble an und sorgen Sie dafür, dass Nordrhein-Westfalen mit weiteren Milliarden Euro entlastet werden. Herzlichen Dank.